Irmgard Gries hat sich erstmals den Fragen von Journalisten gestellt. Das, nachdem sie ja gestern ihre Hofburg-Kandidatur per Videobotschaft bekannt gegeben hat. Sie sieht sich als unabhängige Kandidatin, die etwas bewegen könne. Das Bildungssystem, Gesundheitssystem und die Generationenfrage, das sind ihre Themen. Sie sagt, sie möchte Mut machen zu vielleicht unpopulären Entscheidungen. Ja. Vorgestellt hat Gries ihre Anliegen im Impact Hub, im 7. Bezirk in Wien, wo junge Menschen versuchen, soziale und ökologische Probleme auf unternehmerische Art zu lösen. Für den Wahlkampf wünscht sich Gries eine Kostenobergrenze von 1 Million Euro für alle Kandidaten. Außerdem regt sie ein Fairness- und Transparenzabkommen an, ohne Wahlgeschenke, Kinospots und Postwurfsendungen. Über die Finanzierung ihres eigenen Wahlkampfs sagt Gries: Wir haben jetzt mehr als 100.000 Euro. Wir haben gefunden, dass das Minimum, was wir erreichen müssen, um halbwegs vernünftig das Ganze angehen zu können, 500.000 Euro sind. Aber natürlich, wenn wir mehr bekommen, haben wir nichts dagegen. Das ist logisch. Ja? Je mehr wir dann bekommen, desto mehr können wir auch in die Werbung, in die Kampagne selbst investieren. Der Löwenanteil der bisher eingegangenen Spenden stammt von der Ehefrau des Andritz-Chefs Katina Leitner. Von politischen Parteien möchte Irmgard Gries kein Geld nehmen.